Hallöchen und einen wunderschönen Freitag ist bei mir. Ich wünsche euch einen schönen Tag, keine Ahnung. Ich mache heute mal so einen kleinen Vlog, dachte ich mir, und nehme euch mal so ein bisschen mit durch meinen Atelier-Alltag. Ich habe mir einen Tee gemacht und das ist meine Heimatstadt. Ganz lieben Dank an die Annabelle von Bernina, die hat mir die geschickt. Ach, freut mich, hab das Design irgendwie verpasst. Und schöne Tassen machen mir den Alltag. Ja, die erfreuen mich einfach und machen es mir ein bisschen leichter. Also, Tee ist fertig. Meine To-Do-Liste ist lang. Lang, 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 lang. Ich habe aber deshalb kein schlechtes Gefühl, denn ich habe ja gelernt, so eine To-Do-Liste wird eigentlich auch nie leer. Klar, logisch, wenn du irgendwas wegstreichst, kommt was Neues hinterher. Wir arbeiten uns einfach der Reihe lang nach. Ich werde als erstes die Bestellungen verpacken, damit die fertig sind und an die Kunden rausgehen. Dann muss ich noch Nadelkissen nähen, werde ich euch unten mal verlinken. Es sind auch ein paar Plots bestellt worden, aber eben wie gesagt auch zwei fertige Nadelkissen. Und dann werden wir die neue Weste nähen. Die muss nämlich fertig gemacht werden. In einer Woche startet der Solon. Eine Woche nicht. Knapp eine Woche, genau. Und dann werden wir eine wunderschöne Weste für den Herbst nähen. Die ist schon sehr doll gefragt. Zuschnitt habe ich schon gemacht. Jetzt geht es ans Nähen, ans Knipsen, ans Fertigmachen. So. Und am besten noch Fotos. Wir werden sehen, gell? Ist das heiß. Also, ich starte mal. Und ja, wir schauen mal, was der Tag so bringt. Ich habe auch hier schon angefangen, die Kanten zu versäubern von der Weste. Ja, oh, mega finde ich die, kuschelig. Freue ich mich schon tierisch drauf. Und dann findet natürlich auch immer noch ein bisschen Multitasking statt. Ich habe jetzt quasi Frühstück gemacht und ja, mein Tee steht da. Ich habe meine Gehirne zur Hand. Ich habe da zwei Bücher, logischerweise mein Kalender und ein riesen Notizbuch. Ich mag es ja immer gerne, wenn die Bücher eine Nummer größer sind, dann kriegt man einfach besser die Sachen unter, die man haben möchte. Und hier ist es so, dass ich, wenn ich so wie jetzt quasi in der Entwicklung eines neuen Schnittmusters sitze, mir quasi immer beim Machen, weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, aber ne, man ist ja dann so dabei, du fängst ja an mit den Gedanken, dann kriegst du den Schnitt und dann fällt dir schon irgendwas auf. Und da habe ich halt eine Seite dafür, jetzt in dem Fall für die Weste, wo ich dann schon die Notizen reinschreibe, wo ich mir denke, pass auf, das ist das und das möchte ich gerne oder darf ich auf keinen Fall im Schnittmuster vergessen. Ne? Also da haben wir zum Beispiel hier die mehr Nahtzugabe nehmen und die Schnittteile versäubern. Und auch wenn ich mir das Ganze dann so beim Nähen angucke, wie ich die Schritte dann doch am besten irgendwie mache. Also das kommt dann alles hier gleich in mein Hirn rein. Und ist dann niedergeschrieben, damit ich es auch nicht vergesse. Und glaubt mir, es passieren trotzdem noch genug Fehler. Ja, was so ein bisschen doof ist natürlich, ne? Was willst du machen? Aber so ist es einfach. Genau. So. Und das werde ich jetzt mal wieder machen. Denn, ja.
Gleich geht's weiter ans Nähen und ans Anleitung knipsen und mit Video machen. Und vorher ist noch ein Projekt auf dem Plan, da werde ich jetzt hier noch nicht so viel von erzählen. Da muss ich noch die Datei fertig machen in einer kleineren Größe und zum Druck schicken. Aber, pst. Ich habe auch noch ein paar Flanelltücher genäht. Das ist etwas, was es neu bei mir im Shop gibt. Finde ich sehr, sehr cool. Das ist so ein Ersatz für Papiertücher für zu Hause. Also es sind so Flanelllappen, Waschlappen, Flanellküchentücher. Und ja, die werde ich versäubern und die kann man dann wunderbar zu Hause einsetzen, um Sachen wegzuwischen, um kleine Kinder, Münder und Hände abzuputzen, und das ist tausendmal besser als Papiertücher. Und das ist jetzt zum Beispiel ein Design, was für Kinder ist, die Dinos, die haben wir auch noch in hell, und dann habe ich da auch noch karierte von und einfarbige in blau und Sterne, und es ist total cool, finde ich. Man kann die nämlich auch aufrollen. Und ja, die gibt es ganz, ganz unterschiedlichen Designs. Die sind von der Größe her 35 x 26. Das heißt, ihr könnt die auf so eine Papierrolle, die ihr zu Hause habt, aufrollen. Ich liebe es ja auch sehr gerne, wenn man die in so einen Behälter reinsteckt. Dann hat man das Ganze immer griffbereit und halt auch Kinder, ne? Und es ist ja viel, viel schöner, wenn man damit den Mund abwischen kann. Flanell saugt wunderbar Feuchtigkeiten auf, lässt sich gut waschen. Also es ist wirklich tippitoppi. Könnt ihr gerne mal im Shop nachgucken. Gibt es im 6er und in 12er Packungen. Ja, ich lieb's. Und vor allen Dingen auf den alten Papierrollen aufgerollt, halten die auch richtig, richtig cool. Also das ist jetzt hier mal eine Variante in kariert. Ja, mega. Dann einfach rauf auf den Küchenrollenständer, den ihr zu Hause habt, und ab dafür. So, dann sind noch Bestellungen offen. Die werden wir noch verpacken. So, was haben wir hier? Kommt einmal hier wieder der Fahrplan rein. So gelingt dein Nähprojekt. Ich brauche mal was Neues, ne? Naja. Dann haben wir wunderschönen Stoff. Passendes Elastikgarn zum Smoken. Ich glaube, das wird so ein Kleid, wie ich eins habe. Ich verlinke euch das Video mal. So, dann machen wir da rein. Ich nehme gerne Abstand davon zu verkleben. Im nötigsten Fall mache ich es schon. Und dann könnt ihr die nämlich wieder benutzen hier. Ne? Das machen wir noch rein. Und dann wird zugeklebt. Verpacken ist jetzt auch recht unspektakulär. Ich glaube, heute kriegen alle so eine kleine Fussel von der Weste mit. So, da kommt natürlich der Aufkleber drauf, den zeige ich euch jetzt nicht, weil das geht ja an eine Kundin. Weiter geht's in die etwas chaotischere Ecke. Wir haben drei Plots in... Oh, die sind ja fast leer. Holla, die Waldfee. Eins, zwei, drei in weiß. Plus ein lila Neset ohne Füllung. Kriegen wir hin. Na, die gibt's in violett. Dann haben wir die in so einem richtig schön geilen Olivgrün. Das ist das Grün von meiner Jacke. Der Beereton, ich liebe den ja auch, ne? Da muss ich auch noch eine Jacke draus machen, glaube ich. Und dann haben wir es natürlich noch in einem ganz schlichten Blau, ne? Das geht auch immer. So. Ja.
Ja, die verpacken wir jetzt. Ab an die Chaos-Ecke. So, und dann wird natürlich einmal das Nähset eingepackt. Und die packe ich jetzt dazu. Ich versuche es eigentlich, also wirklich immer so platzsparend wie möglich irgendwie einzupacken, weil ich es dann simpler verschicken kann und es halt direkt bei euch im Briefkasten landet. Ne? So, wunderbar. Kann sich über den kleinen Dingern hier auch gut die Finger brechen, ne? So, ich habe hier immer noch meinen Aushilfsdrucker, den ich mal vor ein paar Jahren gekauft habe. Und ja, funktioniert super. So, dann haben wir noch den wunderschönen Kaola-Stoff. Heute mal in Pikan. Das ist hier auch der letzte Rest. So. Ja, wir verpacken gerade in Grün. Das ist natürlich jetzt von der Farbkombi. Bisschen herbstlich, ne? Passt schon. So. Ja, ich verpacke die Chefin noch selbst. Nicht jeden Tag, aber oft. So. Nächste Sache, ein Schnittmuster, und zwar die Marie. Das ist so ein richtig schöner Rock. Ich hol's mal raus, dann sieht es nicht ganz so wild aus. Also, hier seht ihr den nochmal, auch richtig cool. Der kann länger, der kann auch ein bisschen kürzer genäht werden. Und der kann mit Knopfleiste, wo bist du? Da. Machen wir es mal einfach so hier. Der kann mit Knopfleiste und ohne Knopfleiste genäht werden. Und je nachdem, ob du natürlich eine Knopfleiste machst, lässt du es hinten einfach glatt. Oder wenn du den ohne Knopfleiste machst, dann muss hinten ein nahtverdeckter Reißverschluss rein. Oben hat er einen festen Bund und dann das Rockteil ist ein bisschen gerafft. Also, trage ich sehr gern. Liebe ich. So, ein großer A4-Bogen. Die Schnittteile liegen alle nebeneinander. Ich überlappe da nie irgendwas. Das ist einfach schrecklich. Wir machen keine U-Bahn-Pläne, ne? Sondern ganz tiefenentspannt soll alles gut zu lesen sein. So, drauf. Und natürlich vorne das Label. Und noch ein Schnittmuster. Ich bin ja auch ein Schnittmuster-Label, gell? Haben wir euch denn? Hier, so, die Thea, auch ein absoluter Liebling von euch in den letzten Monaten geworden. Gibt es in zwei Varianten. Also einmal hat sie, ich mache das mal hier mit dem Dings. Einmal hat sie
ein Wickeloberteil. Also ne, es sieht so ein bisschen in der Wickeloptik aus, ist aber dann fest. Und dann habt ihr halt hier unten einen festen Rock dran, wo man nicht reingucken kann. Und das Schnittmuster gibt es einmal in der Empire-Version, so wie hier. Und hier drüben, das ist die klassische, wo dann der Rock quasi in der Taille angesetzt wird. Die zwei Möglichkeiten könnt ihr einzeln bestellen, aber auch als Kombischnittmuster. Und ja, hier ist einmal die klassische Variante, aber das Empire sieht auch richtig klasse aus. Und das ist so eine Geschichte, die ist in dem, ja, bei der Entstehung des Schnittmusters irgendwie passiert, dass wir da plötzlich zwei Varianten hatten. Dann dachte ich mir aber, Empire ist doch auch ganz nett. Der hat auch ein bisschen breiteren Rock. Oder weiteren Rock kann man auch super zum Beispiel mit Babybauch tragen. Ja, oh, jetzt habe ich den Zettel vergessen. Nicht so schlimm. Fertig. So, jetzt habe ich noch glatt vergessen, was das andere war. Wir haben, ach die Happy Meal. Wir haben einmal diese Messlatte, 1,1 Meter, 16,50, das ist das. Dann haben wir natürlich wieder den Plot. Und die Happy Meal. Moment. Die Happy Me ist auch ein Blusenschnittmuster, also ein Blusenshirt, was vorne so überschlagenen Kragen hat. Sieht auch richtig schön aus, ein bisschen Raffung hier. Also richtig, richtig toll. Trage ich gern. Habe ich auch schon als Pullover genäht, muss ich ehrlich gestehen. Aus leichtem Strick. Auch sehr cool. So. Also Reststücke gibt es auch oft bei mir. Das Thema ist, dass ich die auch immer gerne ein bisschen länger lasse und da nicht irgendwelche 30 cm übrig habe. Das rutscht nicht. Ich habe es jetzt extra übereinander reingepackt. Liebe Andrea, da kommt dein... deine Bestellung. So. Lass mal gucken, wie schwer das ist. Ha! So, Reststück, Happy Me, Messlatte, perfekt. So, das ist auch verschickt. Raus damit. Was möchte denn die Birte? Lass mich mal raten. Oh, ein Katie-Papierschnittmuster. Jawohl. Und der Tag wird abgeschlossen mit einem Nadelkissen. Das muss ich jetzt noch nähen. Und den Unterfaden, da habe ich noch einen kleinen Rest, der sollte hoffentlich reichen. Und jetzt brauche ich den passenden Oberfaden. So, ich habe ja zum Glück ganz viel Garn da. Und ich glaube, dass das hier, guckt mal, das ist das Richtige. Ja, also. Was hier drüben? Ah, ganz genau, da war es. Guck mal. Oh, holla die Waldfee. Das wird eng. Hier haben wir noch schön Rosé. So viele. Und hier oben sind die passenden Knöpfe. Auch geil, ne? Das zeige ich euch einfach mal aus Spaß, ne? Wenn man Jacken näht oder so mit dem Dahlia. Also ich kann euch hier alles passend in der Farbe zusammenstellen, falls ihr Bock habt, ne? Schön aufpassen, dass wir es richtig zusammenlegen. Ich mache die Wendeöffnung unten rein. So. Also fangen wir da auch an.
das immer ganz gerne eigentlich hier so drin. Ich kann euch das gerne auch noch mal verlinken, das Video. Liebe Andrea, das ist deins. Oh, das ist auch so eine geile Farbe. Das ist wirklich so eine... Da muss ich mir noch eine Jacke draus nähen, ne? Ich muss mir da noch eine Jacke draus nähen. Die macht die Öffnung nicht zu klein. So, dann knicken wir die noch. Dann werden sie auch schön nach dem Wenden. Das ist ein bisschen fuddeliger, aber es lohnt sich jedes Mal. Ich liebe es ja, ne? Ich liebe es. Sehr geil. Jetzt wird es ausgestopft und damit handzugenäht. So, da ist es schön gefüllt. Und jetzt kommt noch ein Tipp von mir. Wer hier schon länger ist, der weiß das. Ich liebe meine Patentnähnadeln. Die lassen sich nämlich super easy einfädeln. Das heißt, du machst dir hier erstmal einen Knoten rein. Dann kommt die Nadel zum Einsatz und die hat hier vorne so eine... Ich hole jetzt mal kurz das Ding hier rüber, vielleicht sieht man das dann besser. Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, aber ich werde euch einfach das Video zu den Nadeln hier nochmal verlinken. Das Geile ist, ihr müsst die hier nur in diese Schlaufe reinmachen. Und dann macht's, Achtung. Ach, der Vorführeffekt kann ja gar nicht sein. Es macht immer fupp, aber nicht, wenn man es mit links macht. Also ihr legt das da oben rauf und zieht es runter und dann ist eingefädelt. Und dann machen wir jetzt hier einfach mit dem Leiterstich ganz entspannt die Öffnung zu. Und das ist ja so ein Ding, das mache ich ja sogar gerne mal abends auf dem Sofa. Ne? Also da sind wir raus. Das legt sich ja hier oben schon schön zusammen. Und dann wird jetzt hier einfach Stich für Stich die Öffnung zusammengenäht. Jeder, der bei mir im Nähkurs ist oder war, der musste das mindestens einmal machen. Ich finde einfach, das ist für ein schönes Finish zum Schluss wichtig. Und so, jetzt ist der Akku leer. Ich verabschiede mich mal. Ich nähe das jetzt noch fertig und bringe dann alle Bestellungen zur Post. Und dann sind die hoffentlich morgen noch am Wochenende bei meinen Kunden und ihr könnt losnähen. Das freut mich immer. Dürft mir auch gerne Bescheid geben, wenn die ankommen. Ganz wichtig finde ich Bewertungen. Also da lasst mir auch gerne im Shop welche da. Das hilft den anderen Kunden immer noch mal bei der Entscheidung. Ja, und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!